Vertreter der Politik, liebe Kameraden und Marketenterinnen, besonders liebe Kameraden aus Järzens, mit denen ich einmarschieren durfte, und liebe Kameraden aus Welschtirol, liebe Kameraden im Südtiroler Schützenbund und liebe Kameraden der Schützenkompanie Afing. Es ist mir ein Anliegen, eingangs die Grüße und besten Wünsche der Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes zu überbringen, und gleichzeitig haben mich auch die beiden Landeskommandanten im Norden und im Süden von uns heute früh beauftragt, euch zu diesem Fest und zur Wiedergründung ganz herzlich zu gratulieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich in einer Zeit, in der in vielen Teilen der Gesellschaft Werte wie Nächstenliebe, Heimatliebe und Treue zum Gott nicht mehr viel wert sind, eine stattliche Gruppe von Männern und Frauen findet, die sich genau diese Ziele an die Fahne heftet und dem Ausspruch des Herrn Pfarrers, die Heimat braucht dich, gerecht wird. Dies alles tut ihr unter großem persönlichen Einsatz, und mir ist noch gut in Erinnerung, wie der Herr Landtagspräsident, der ja löblicherweise selbst Mitglied eurer Kompanie geworden ist, mir vor ein paar Monaten voll Erstaunen berichtet hat, dass es ihm gar nicht bewusst gewesen sei, dass die Schützen im Land ihre Tracht und ihre Tätigkeit vor allem in einem so großen Maße selbst finanzieren, und er dies gut findet und hoch zu schätzen weiß. Daran habe ich ihm gesagt, verehrter Landtagspräsident, erkennt man bei uns Schützen eben, dass es uns ernst ist mit der Bereitschaft, uns für unser Land und die Ziele der Schützen einzusetzen. Sich ein Gewand auszuleiden, sich nur einzureihen in die erste Reihe und bei schönem Wetter hier und da auszurücken, das ist für uns zu wenig. Bei den Schützen zu sein heißt vor allem mitdenken, sich einbringen, die eigene Meinung zu sagen, viel von der eigenen Freizeit zum Wohle des Vereines, des Dorfes und des eigenen Landes zu investieren und sehr oft dabei auch persönliche und zum Teil auch finanzielle Opfer zu bringen. Schütze zu sein heißt nicht alles besser wissen, Schütze zu sein heißt nicht alles besser können, sondern Schütze sein heißt, dass man versucht, nach einem Wertekodex zu leben. Dies gelingt mal besser und mal weniger gut, aber man versucht es wenigstens, und auf alle Fälle ist dieser Wertekodex nicht einem Zeitgeist unterworfen. Wer sich die Ziele der Schützen ansieht, wird sehen, dass sie zumindest seit der Gründung des Schützenbundes dieselben geblieben sind. Und wenn sich nun in Afing unter der schneidigen Führung vom Hauptmann eine neue Kompanie gegründet hat, die sich eben in einem feierlichen Gelöbnis zu diesen Zielen bekannt hat, so ist dies wohl auch ein Zeichen dafür, dass die Ausrichtung der Schützen unvermindert und auch und vor allem unter jungen Menschen Anklang findet. Wir Schützen im südlichen Tirol besetzen dabei neben der geschichtlichen, kulturellen Komponente eben Themen, die anderen entweder egal sind oder bei denen man sich ganz einfach auf die Schützen verlassen will. So ist es auf Ortsebene im Kleinen und auf Landesebene im Großen. 75 Jahre Option, 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die historische Lösung der Ortsnamenfrage, die Entfernung faschistischer Relikte, aber auch ganz konkrete, praxisnahe Themen, wie eben die Möglichkeit für junge Menschen ungehindert und ohne große bürokratischen Hindernisse den jeweils anderen Landesteil zu besuchen, wurde von den Schützen in den letzten Monaten thematisiert und gerade im letzten Punkt auch einer Lösung zugeführt. Dort, wo Politik versagt, dort, wo Politik verschläft, dort stehen die Schützen parat, außerparlamentarisch und überparteilich, mit dem nötigen Schuss an Begeisterung und Idealismus. Wie wichtig dieser Einsatz ist, erlebe ich und erleben wir fast täglich
wenn wir die Zeitung aufmachen. Ich habe es persönlich als Weckruf empfunden, wenn ich da letzte Woche über eine in allen Tiroler Landesteilen durchgeführten Studie lesen konnte, und ich zitiere, relativ geringer Bekanntheitsgrad der Europaregion Tirol. Und weiter, die Grundeinstellung der Bevölkerung zur Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino sei durchaus positiv, steht da, aber niemand, vor allem die Jugend nicht, wisse etwas anzufangen mit dieser 1998 gegründeten Institution. Zitat Ende. Liebe Freunde, was ist das für ein Zeugnis für die verantwortlichen Politiker, die uns bald schon jeden Sonntag Honig ums Maul schmieren? Wenn das die Frucht ist von den ganzen Beschwichtigungen der letzten Jahre, dann fordern wir hier ein Ende der Ankündigungspolitik. Wer so gut bezahlt ist, hat gleich wie in der Privatwirtschaft etwas zu leisten und sonst gehört er ausgetauscht. Es kann nicht sein, dass gerade im Zusammenwachsen der Landesteile fast alles, was unten bei der Bevölkerung ankommt, von Ehrenamtlichen organisiert wird und die Politik und die Bürokratie sowie beim Austausch von Jugendlichen zwischen den Landesteilen eher bremst als schiebt. Oder gerade in Fragen der emotionalen Bindung unserer österreichischen Minderheit an das Vaterland Österreich. Vor rund 6-7 Jahren wurde von maßgeblichen Politikern der damaligen absoluten Mehrheit das Thema doppelte Staatsbürgerschaft thematisiert. Die Südtiroler Opposition hat sich dieses Thema dann zu eigen gemacht und forciert. Und insgesamt hat man sich bis dato aufgrund politischen Geplänkels im Landtag nicht einmal auf einen starken Beschluss einigen können, der das hierfür unbedingt notwendige Signal nach Wien gegeben hätte. So geht man nicht um mit einer Frage, die für viele Menschen in diesem Land so wichtig ist. Diese Menschen erwarten sich Einsatz von ihren Vertretern, die sie gewählt haben und die wir alle zusammen bezahlen. Und es ist für die Menschen vollkommen unerheblich, ob die eine oder andere Partei sich diesen noch zu realisierenden Erfolg der doppelten Staatsbürgerschaft an die Fahne heften kann. Aber es muss etwas passieren und nicht ewig von notwendigen Prüfungen des Anliegens gesprochen werden. Das ist nicht fair, das ist keine Haltung, da fehlt das Gewissen und der Mut, etwas zu bewegen und zu leisten. Es ist überhaupt anzumahnen, dass, was die Zukunft unseres Landes betrifft, die Entscheidungen nicht sehr mutig sind. Während sich in ganz Europa Völker in einer ähnlichen Situation auf den Weg machen, unabhängig zu werden, schlagen wir uns mit Zahlenspielen im römischen Parlament herum. Es war ja bezeichnend, als wir bei einem Treffen in Bozen der damaligen Ministerin Fornero gesagt haben, dass wir mit Italien nichts weiter zu tun haben möchten. Führende Südtiroler Politiker, die dabei waren, haben sich gleich anschließend darüber belustigt gezeigt und dann auf meine Frage hin, ob sie denn noch nie selbst in Rom der Ministerin das gesagt hätten, haben sie ganz kleinlaut, verschämt und verdutzt die Frage mit Nein beantworten müssen. Liebe Freunde, ich verstehe schon, dass es Politiker bis zuletzt immer recht fein hatten, wenn Südtirol an Italien gekoppelt war, der Job, den sie machen konnten, war schließlich gut dotiert. Aber irgendwann muss man verstehen, dass man dafür nicht die Zukunft eines ganzen Landes auf das Spiel setzen darf. Nirgendwo anders herrscht für die Wirtschaft so viel Rechtsunsicherheit, nirgendwo anders ist der Steuerdruck so groß, nirgendwo anders gibt es so viel zentralistische Bestrebungen und zählt mir bitte nur eines, ein einziges Land auf der Welt auf, das als Minderheit auf Dauer den Assimilierungsbestrebungen einer übergroßen Mehrheit widerstanden hätte. Ihr werdet keines finden und auch wir Südtiroler werden der Assimilierung nicht ewig widerstehen können, wenn wir nicht unverzüglich mehr Freiheit und Unabhängigkeit einfordern und durchsetzen. Es nützt schließlich nichts, wenn wir auf Schloss Brösels zusammen mit unserem Bundeskanzler den italienischen Ministerpräsidenten fast abbusseln.
aber eine seiner Parlamentarierinnen schon in der Woche darauf im Parlament auch glatt die Abschaffung unserer Autonomie einfordert. Es ist dabei völlig unerheblich, ob dies eine Hinterbänklerin ist oder nicht. Wer schon allein solche Worte in den Mund nimmt, ist nicht mehr glaubwürdig. Es nützt nichts, wenn wir auf Biegen und Brechen mit viel Geld versuchen, einen Regionalflughafen als wichtigen Motor für Wirtschaft und Tourismus am Leben zu erhalten und im selben Moment die italienische Trenitalia, so wie letzte Woche geschehen, der Deutschen Bahn mit einer Überregulierungswut den Garaus macht und somit einen wichtigen Zubringer einfach aussperrt. Auf solche Beispiele der Nachteile einer Zugehörigkeit zu Italien könnte man noch viele weitere aufzählen, aber irgendwann ist man auch als Landeskommandant müde vom Aufzählen solcher haarsträubenden Kasperliaden und hofft nur mehr, dass die Verantwortlichen aus nun fast 100-jähriger italienischer Chaospolitik etwas lernen und die Konsequenzen ziehen. Und die können ohne Ausrede und ohne lang um den Brei herumzureden nur eine Zukunft ohne Italien sein. So, liebe Freunde, ein offenes Wort tut oft gut und ich wünsche mir auch, dass die neue Kompanie sich in ihren Bereichen, in ihren Belangen im Dorf dementsprechend einbringt. Brauchtum, Kultur und Tradition erhält man nicht, indem man eine Tracht anzieht und sie zu besonders schönen Anlässen sich in ihr zeigt. Denn das wäre lediglich letztendlich ein wandelndes Museumsstück. Das wäre dann alles Maskerade. Zu Brauchtum, zur Kultur, zur Tradition gehört es in Tirol seit jeher, seine Meinung zu sagen. Nur so kann man sich konstruktiv einbringen und wirklich dazu beitragen, dass Althergebrachtes erhalten bleibt und sich gleichzeitig auch weiterentwickelt. Vieles von dem, was früher in unserem Leben undenkbar schien, vieles von dem, was man sich einst persönlich